Hallo liebe Moviepiloten, Venom, Let There Be Carnage steht in den Startlöchern. Richtig, Venom kriegt eine Fortsetzung mit Woody Harrelson als Gegenspieler. There's gonna be Carnage. Ich habe euch schon gesagt, was ich bis dato von dem Projekt halte. Ich bin nicht wirklich begeistert, denn wir kriegen einen Carnage-Film ohne R-Rating. Nein, nein und dreifach nochmal nein. Abgesehen davon, die Special Effects bis dato... ebenfalls nicht meins. Doch angeblich ist jetzt der Plot des Films online geleakt. Ja, sogar die Post-Credit-Scene, den Inhalt, soll man im Internet finden können. Ich habe etliche Videos dazu gesehen, Artikel gelesen. Aber bis dato klingt das für mich trotzdem sehr nach Gerüchteküche. Warum ich diese Leaks absolut kalt lassen, selbst wenn sie sich als wahr entpuppen sollten, das verrate ich euch jetzt. Doch Achtung, hier kann es zu Spoiler kommen, was Venom angeht und was das gesamte Sony, Spider-Man, Venom-Universum angeht. Ihr seid hiermit gewarnt worden, Leute. Legen wir los. Der erste Venom, ihr wisst es bereits, war überhaupt nicht meins. Er war irgendwie viel zu kurz, obwohl auf der anderen Seite fand ich es ganz cool, dass er so kurz war, weil ich ihn nicht wirklich mochte. Ich meine, wir bringen den fleischfressenden Parasit in seinen eigenen Film und dann schneiden wir jedes Mal weg, wenn es heftig sein könnte. Wir erzählen eine Buddy-Cop-Komödie anstatt den Horrorfilm, der uns versprochen wurde. Nein, nein und dreifach nein. Jetzt kriegen wir die Fortsetzung mit Carnage und kommt schon. Carnage muss R-rated sein. Der Typ reißt Leute auseinander, er spielt Fußball mit Köpfen und natürlich kriegen wir sowas nicht. Wir kriegen die weichgespülte Version. Doch jetzt soll eine Post-Credit-Scene uns wieder heiß machen. Angeblich passiert Folgendes im Film. Erneut letzte Warnung, okay. Tom Hardys Charakter Eddie Brock soll angeblich im Fernsehen eine Sequenz sehen, die wir bereits aus Spider-Man Far From Home kennen. Richtig, das alles spielt im gleichen Universum. Er sieht erneut den Bericht vom Daily Bugle, J. Jonah Jameson, der Peter Parker öffentlich entblößt. Der Welt verrät, ja, Peter ist in Wirklichkeit Spider-Man. Und Venom, oder besser gesagt Eddie Brock, soll daraufhin sagen, ah, ich kann den Typ nicht leiden. Und das soll sozusagen ein Setup sein, die beiden spielen in einem Universum. Aus mehreren Gründen könnte mir das nicht egaler sein. Okay, fangen wir zunächst mit der folgenden Tatsache an. Venom ist kein Gegenspieler. Möchte man jetzt einen monumentalen Kampf aufbauen zwischen Venom und Spider-Man? So funktioniert das überhaupt nicht, denn Venom ist einer der Good Guys in seinem eigenen Film. Ja, er tötet hier und da, aber er tötet nur noch Bad Guys. Die isst er auf. Das war's. Das heißt, wir hatten nie diese Evolution, die wir aus den Comics kennen. Venom und Eddie Brock, das waren nie Schurken. Die waren Good Guys und zum Schluss waren sie Good Guys mit ein bisschen Edge. Der Spider-Man, den wir zurzeit haben, das ist für mich nur Iron Boy. Das heißt, wir haben zwei Origin-Stories, die leider für mich nicht comic-akkurat genug waren. Gleichzeitig, sorry, und ich muss es sagen, Venom ist für mich eigentlich untrennbar mit Spider-Man. Ich möchte, dass dieser Symbiont alles Negative von Peter Parker aufgesaugt hat und das weitergibt an Eddie Brock. Das können wir jetzt gar nicht mehr haben. Wir haben schon den komplett entwickelten Venom. Wenn der jetzt auf Peter Parker trifft, gibt es keinen Konflikt. Vielleicht mögen die sich nicht. Vielleicht sagt Spider-Man zu ihm, okay, du darfst Leute bekämpfen, aber du darfst sie nicht essen. Vielleicht tun sie sich zusammen und kämpfen gegen Carnage, weil er nicht zwingend in seinem ersten eigenen Film sterben wird. Aber das ist es dann auch. Aber jetzt kommen wir zum entscheidendsten Punkt, warum mir diese Szene leider wirklich egal ist. Okay, das ist spannend. Viele Leute haben gesagt, oh mein Gott, wenn das stimmt, bedeutet das ja, dass Spider-Man, also der MCU-Spider-Man, im gleichen Universum spielt wie Venom, wie Tom Hardys Venom. Und ich so, aber das wissen wir doch schon, es ist doch nichts Neues. Und woran lege ich das fest? Am Morbius-Trailer. Morbius, wir erinnern uns, erwartet uns auch sehr bald. Es ist ein Film mit Jared Leto, in dem er den legendären Vampir spielt. Der Trailer für mich sieht nicht wirklich gut, ich weiß, es klingt alles so negativ. Der Trailer sieht für mich aus wie Venom mit Fledermäusen. Aber der Punkt, der am interessantesten war an dem Morbius-Trailer, ist folgendes. Zum einen, wir sehen eine Wandmalerei, auf der ganz klar Spider-Man zu erkennen ist. Und zum anderen, Adrian Toomes, aka Michael Keaton, aka The Vulture, ist im Trailer zu sehen. Das bedeutet, wir haben doch schon die Connection. Wir wissen, dass dieser Spider-Man irgendwann auch Teil von den ganzen Venom- und Sinister Six-Filmen sein kann. Deswegen, wo ist die Überraschung? Das ist doch nichts Neues. Ich meine, alles musste doch darauf hinauslaufen. Die einzige Frage ist jetzt folgende. Wie werden sie es connecten mit dem Multiversum? Wird das tatsächlich Tom Holland sein? Wird das eventuell die Rückkehr von Tobey Maguire sein, von Andrew Garfield? Ich glaube, wir werden ganz klar Tom Holland behalten. Vielleicht wird er häufiger involviert sein in die Sony-Filme. Vielleicht wird es diesen Venom-Spider-Man-Film geben. Aber an dieser Stelle erneut, muss ich sagen, viel zu spät. Weil Venom hatte seine Origin-Story. Sie hat komplett ohne Spider-Man funktioniert. Das heißt, wenn man nicht jetzt in eine wirklich gute Trickkiste greift und uns sagt, okay,
so ist es doch noch passiert. Deswegen hat Venom auch teilweise die Fähigkeiten von Spider-Man. Deswegen hat er auch Eigenschaften von Peter Parker, auf die Peter nicht gerade stolz ist, absorbiert. Dann bringt mir das doch gar nichts. Ich meine, dieser monumentale Konflikt, Spider-Man und Venom, Peter Parker und Eddie Brock, der wurde dann letztendlich, ich kann es nicht fassen, was ich sage, in Spider-Man 3 besser umgesetzt. Weil da gab es diese Rivalität. Das waren beides Fotografen. Das waren beides Leute, die im Grunde genommen Spiegelbilder voneinander waren. Nur der eine hatte einen moralischen Kompass, der andere war ein Arsch. Und deswegen hat das schon Sinn ergeben. Es war nur viel zu gehetzt, aber die Venom-Origin-Story wurde so besser erzählt in Spider-Man 3. Fuck, ich kann gar nicht fassen, dass ich das sage, aber es stimmt. Im eigenen Venom-Film war es einfach irgendein Wesen, das hat sich an ihn geklatscht und dann gesagt, okay, lass uns Partner sein, obwohl ich möchte dich kontrollieren. Und zum Schluss, weißt du was, auf meinem eigenen Planeten bin ich auch ein Loser. Lass uns zusammenarbeiten und irgendwie für Gerechtigkeit kämpfen, aber gleichzeitig Leute essen. Gleichzeitig hat sich der Film ja nicht getraut, das wirklich zu zeigen. Und dazu haben wir jetzt ein Sequel, das ebenfalls FSK 12 sein wird. Das heißt, alles in allem sind das für mich keine phänomenalen Nachrichten. Ich meine, definitiv ist es nichts Neues. Wir wissen das schon. Wir haben Morbius gesehen. Wir wissen ganz genau, die Connection zwischen Spider-Man und den Venom-Filmen beziehungsweise allen anderen Projekten, die Sony noch so plant. Ich meine, angeblich kriegen wir noch einen Black Cat-Film. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie jetzt nach und nach Sinister Six-Charaktere oder zumindest Anti-Helden-ähnlichen Charakteren aus dem Spider-Man-Universum ihre Solo-Projekte geben, damit man endlich irgendwann diesen Sinister Six-Film durchziehen kann. Und das wäre auch ganz cool. Aber Venom wird nicht Teil der Sinister Six sein. Dafür ist er viel zu gut. Carnage, je nachdem, ob sie ihn umbringen. Ich wollte mir die ganzen Plotleaks nicht durchlesen, aber wenn sie das machen, haben sie einen der coolsten Sinister Six-Mitglieder schon umgebracht. Das heißt, wen haben wir denn da noch übrig? Was für mich wesentlich interessanter ist, erneut, was für mich wesentlich interessanter ist, ist folgende Frage. Wie sieht es mit den Netflix-Shows aus? Kommt der Punisher zurück? Kommt Daredevil zurück? Weil das sind Charaktere, auf die ich mich wirklich freuen würde. Weil da gibt es bisher nur diese Gerüchte. Oh, Charlie Cox ist angeblich in No Way Home, aber bis dato keinerlei Bestätigung. Sollte das der Fall sein, sollte man sagen, das beleben wir wieder und wir haben die Dynamik Spider-Man, Daredevil, wir bringen eventuell Wilson Fisk zurück und dann noch den Punisher und trauen uns dann auch die Nummern R-rated durchzuziehen, dann ist Mr. Eve definitiv wieder fröhlich und am Start, weil diese zwei Projekte waren was ganz Besonderes. Ansonsten ist das für mich nice to have, aber es ist keinerlei neue Information. Deswegen frage ich euch da draußen, wie steht ihr zu diesen angeblichen Plotleaks? Erstmal, glaubt ihr überhaupt dran? Und zweitens, selbst wenn, geht es euch ähnlich wie mir? War euch nicht ohnehin schon klar, dass es da irgendwo eine Brücke gibt? Immerhin, erneut, es gab den Morbius-Trailer. Schreibt mir alles in die Kommentare. Sehr interessiert, was ihr dazu zu sagen habt. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.